Ich bin Beate Reifenscheid und bin die Direktorin des Ludwig-Museums in Koblenz. Ich bin Miao Xiaochun und komme aus Beijing. Miao Xiaochun wird erstmals in einem Museum in Deutschland gezeigt, und zwar eben auch in dieser Fülle. Was wichtig für uns ist, aber auch natürlich für den Künstler, ist, dass wir einerseits seine Fotos zeigen, durch die er natürlich auch berühmt und bekannt geworden ist. Aber, und das war mir eben sehr, sehr wichtig, dass wir auch den Film zeigen, Makromania, und einen ganz, ganz neuen Film, Restart, in dem er die alte Kunstgeschichte, vor allen Dingen Europas, aufgreift. Ich habe angefangen mit, eigentlich zuerst mit Malerei. Und in Deutschland habe ich Freie Kunst studiert. Und dann vor 10 Jahren fange ich an, mit Computer zu arbeiten. Wir haben Computer heute. Das ist auch ein Medium, wie Stein, wie Pinsel, wie Öl, Farbe oder sowas. Wir sollen Möglichkeiten in diesen Medien finden, Kunst zu machen. Im Eingang der Ausstellung wird man hingeleitet zu Miao Xiaochuns Version des jüngsten Gerichts von Michelangelo. Man geht dann weiter und stößt dann auf Hieronymus Boschs Garten der Lüste in einem riesigen, neunteiligen Panoramabild aufgegliedert. Und man betritt dann einen Raum, in dem Makromania gezeigt wird, der Film, der zu diesem Werk entstanden ist. Und wenn man dann in das erste Obergeschoss kommt, dann sieht man zum einen, ganz, ganz wichtig, den sogenannten Beijing-Index, eine verschlüsselte Aufnahmetechnik von Miao Xiaochun, wie er im Grunde eine Landkarte, nochmal eine Vermessung von Peking vorgenommen hat und 360-Grad-Aufnahmen von einzelnen Punkten aufgezogen hat. Und dann sozusagen als letztes Highlight auch nochmal hier oben dann Restart, der neue 3D-Film von Miao Xiaochun. Die 3D-Animation, Computer-Animation bedeutet mich wie eine Gedicht. Ich habe in dieser Animation alle meine Gefühle, alle meine Gedanken. Diese Animation ist sogar wichtiger als andere Stillbild, weil ich wirklich erzähle da drin. Makromania ist im Grunde tatsächlich abgeleitet von dem Film, den er in der Ausstellung ja auch zeigt, der wiederum sich im Grunde ja bezieht auf Hieronymus Boschs Werk Garten der Lüste und seine Transformation, was er daraus gemacht hat. Und bei Bosch ist es, und das finde ich einfach inhaltlich ganz wichtig, dieser Garten der Lüste ist eigentlich ein falscher Titel. Das ist ja eine Erfindung, die später stattgefunden hat, die stammt nicht vom Künstler selbst. Und schon dort wird eigentlich eine Menschheitsgeschichte erzählt. Es wird der Garten Eden gezeigt und es wird zu den Seiten aber auch sowohl das Paradies als auch die Hölle gezeigt. Oder zumindest ein Vorgeschmack auf die Hölle, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Und diese Menschheitsgeschichte, das ist etwas, was ja auch Miao Xiaochun schon sehr interessiert. Wo kommen wir her und wo gehen wir möglicherweise hin? Und mit seinen technischen Mitteln arbeitet er natürlich sehr stark perspektivisch. Also er beleuchtet es ja zum Beispiel als Raumfahrt, also dass man tatsächlich in den Raum, in den Bildraum nochmal hineingeht. Das heißt, man geht in einen imaginären Raum. Alles, was gemalt ist oder was erfunden wird, ist ja erstmal Imagination. Aber er lässt es zu, dass wir in diese Imagination einsteigen und ein Stück weit natürlich seinem Blickwinkel folgen. Und deshalb dieses Makro ist natürlich so das Nahsichtige. Und das Mania ist vielleicht auch ein Stück weit das zu viel und das zu groß. Und es ist so ein Stück weit dazwischen. Ich glaube, dass wir einfach als Besucher und Betrachter der Werke mal was ganz nah sehen dürfen, aber wir werden auch in den Cyberspace geführt, also in einen Nichtraum, in einen virtuellen Raum. Wenn ich meine Kunst mache, ich denke schon nicht mehr daran, West und Ost, Tradition, Modern, Technik, Menschliche,
das denke ich nicht mehr, sondern nur, ich finde, wie in einem Schwimmpool. Das alles ist da drin. Ich schwimme da. Das freue ich mich sehr. Endlich denke ich nicht mehr an diese Grenzen dazwischen. Ja.